Hallo, liebe Gartenfreunde. Wir wollen uns heute dem Thema der Obstanzucht zuwenden. Viele meiner Gartenkunden kommen zu uns und bringen von ihrem Apfelbaum, der vielleicht im Garten steht und total kaputt und schon morsch ist und droht einzugehen, von dem Baum bringen sie uns ein Stück Reis, nennt sich das, also ein Zweig. Und diesen Zweig veredeln wir den Kunden auf eine spezielle Unterlage. Und dazu gibt es auch von mir einen Film. Wir bezeichnen das dann, diese Veredelungsmethodik, als Winterhandkupulation. Und ja, aus diesem Reis machen wir dann eine einjährige Veredelung. Ja, und dann kommen die Kunden zu uns im Sommer. Man sieht hier wunderschön, das ist eine einjährige Veredelung, aber es ist noch kein fertiger Obstbaum. Und ich möchte Ihnen heute in einigen Schritten erklären, wie Sie aus so einer einjährigen Veredelung einen Halbstamm und einen Hochstamm erziehen bzw. schneiden. Also das ist diese einjährige Veredelung. Ich darf das mal hier kurz zeigen. Hier haben wir im Winter diese sogenannte Winterhandkupulation gemacht. Das ist die Unterlage. Hier ist die Veredelungsstelle zu sehen. Und hier sieht man sogar noch so ein paar Reste von unserem Wachs, den wir auf die Veredelung streichen. Das sieht man auch sehr schön in einem Film von uns, wie diese Winterhandkupulation gemacht wird. Ja, und dann sieht man hier das Stück Reis praktisch, was der Kunde uns gebracht hat. Das waren drei Augen. Hier oben ist das Zugauge gewesen. Und dieses Auge ist jetzt dieses Jahr ausgetrieben. Und das ist schon beachtlich. Das sind von hier bis hier gemessen, sind das rund fast 1,50 Meter, hat die Pflanze in einem Jahr gebildet. Also ist die gewachsen. So, die würde jetzt so weiter wachsen. Und wir wollen ja aber Seitentriebe erzeugen, sogenannte Leitäste. Genau. Und das macht die Pflanze ja von alleine schwer. Also wir müssen sie dazu zwingen. Und das machen wir mit einem Schnitt nur. Und dazu muss man sich jetzt überlegen, das ist eine starkwüchsige Unterlage, die wir hier verwendet haben beim Apfelbaum. Und daraus kann ich einen Halbstamm herstellen und einen Hochstamm. Und dazu brauche ich einen Zollstock. Den habe ich hier schon zur Seite gelegt. Und jetzt messe ich, denn ein Halbstamm hat den Kronenansatz bei 1,20 Meter. Und nun muss ich von diesem Punkt, von diesen 1,20 Meter, rund 5-6 Augen hochzählen. Augen heißt Knospe. Überall da, wo hier ein Laub entspringt, verbirgt sich eine Knospe. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und diese lege ich jetzt frei und jetzt mache ich einen sogenannten Kronanschnitt. Und dazu brauche ich eine Gartenschere. Und das ist jetzt hier meine Terminalknosse, auf die schneide ich jetzt und da gehe ich jetzt circa so einen halben Zentimeter höher. Es gibt eine Anzuchtmethode, die heißt Anzucht mit Zapfen. Das bedeutet, diese Knospe, diese Terminalknospe, die wird dann im Verlauf des nächsten Sommers am stärksten oben austreiben und die könnte ein bisschen seitlich austreiben. Also lasse ich einen Zapfen stehen und dann wird diese Terminalknospe an diesem Zapfen angebunden, wie man hier sieht. Also schneide ich die ein bisschen höher ab und diese Knospen, die hier austreiben, die schneide ich blind, damit die nicht austreiben, sodass ich hier so einen leblosen Zapfen habe, was man eigentlich normalerweise nicht so gerne will. In dem Fall möchte ich ihn haben, damit ich diese Knospe, die hier als Stammverlängerung austreibt, daran anbinden kann. So, jetzt haben wir also diese Terminalknospe angeschnitten und diese Knospen, die unter dieser Terminalknospe sich befinden, werden jetzt durch diese Kappung verstärkt austreiben und meine zukünftige Krone bilden. Und das kann ich Ihnen gleich nochmal zeigen, wie das ein Jahr später aussehen wird. So, da bin ich wieder und es ist ein Jahr praktisch vergangen. Nein, aber jetzt haben wir hier einen Baum, der ist ein Jahr älter. Nämlich, da ist jetzt das passiert, wovon ich gerade erzählt habe. Wir haben die Krone angeschnitten, diese 5-6 Knospen, die unter diesem Anschnitt sich befanden, sind jetzt bereits nach einem Jahr, wie man hier sieht, zu sogenannten Leitästen geworden. Und davon haben wir jetzt hier 5 Stück. Und hier haben wir den
Kronanschnitt, den ich vorhin erklärt habe. Die Terminalknospe ist hier nochmal schön ausgetrieben. Hier wurde sie an den Tonkenstab und nicht an den Zapfen angeheftet, damit die schön gerade wird. So, und im Grunde genommen habe ich jetzt hier einen fertigen Halbstamm mit einem Kronansatz von 1,20 Meter. Dann kommt die Krone mit der Stammverlängerung als Spitze. Das gleiche geht natürlich mit dem Hochstamm. Der Hochstamm hat dann einen Kronenansatz von 1,80 Meter und das zeige ich mal eben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Diesmal mit einer einjährigen Veredelung. Es handelt sich hierbei um eine Pflaume, eben hatten wir einen Apfel. Aber nichtsdestotrotz, der Anschnitt und die Anzucht ist die gleiche. Und dieser einjährige Trieb, der hat bei der Pflaume 2,50 Meter gemacht. Also hier lohnt sich jetzt die Anzucht zum Beispiel eben von einem Hochstamm mit einer Stammhöhe von 1,80 Meter. Und dafür brauche ich wieder meinen Zollstock. Schnappe ich mir hier. Und wieder gemessen von unten bis nach oben hier haben wir 1,80 Meter. Und dann zähle ich wieder, so wie beim Halbstamm, 1, 2, 3, 4, 5, meinetwegen 6. So, das sind die Knospen, die später meine Krone bilden werden. Später in einem Jahr nämlich. So, und dann haben wir hier meine Knospe, meine Terminalknospe, die schneide ich jetzt an. Und daraus wird dann die neue Stammverlängerung im nächsten Jahr. So wie beim vorhin bereits dargestellten Halbstamm. So, und diese Terminalknospe, die schneide ich jetzt an mit meiner Gartenschere. Und da setze ich den Schnitt so 5 mm über die Knospe. Also ein halber Zentimeter ist gut. Das wäre Anzucht ohne Zapfen. Diese Knospe treibt jetzt am stärksten nächsten Sommer aus und man müsste dann diese austreibende Knospe dann mit einem Bambusstab anheften, damit die hier gerade wird. Und dann drunter befindliche Knospen treiben dann als neue Leitäste zu meiner Krone aus. Ja, meine lieben Gartenfreunde, das ist eigentlich die Kunst des Anziehens von Obstgehölzen. Wir beschäftigten uns mit diesen Halbstämmen und Hochstämmen. So können Sie zu Hause aus einer einjährigen Veredelung einen eigenen Obstbaum anschneiden, erziehen und daraus einen wunderschönen Baum formen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück, eine tolle Ernte, viel Spaß im Garten und bis bald. Tschüss.